Also manchmal frage ich mich wirklich, wer mir hier so ins Hirn geschissen hat. Au! Dass ich auf solche blöden Ideen komme. Und vor allen Dingen das Schlimme ist, ich war ja schon mal hier. Und jetzt mache ich den gleichen Scheiß nochmal. Alter, Alter. Ich dachte ja jetzt, Ende des Sommers ist das Zeug ein bisschen niedriger. Aber im Grunde genommen ist es der gleiche Scheiß wie vorher. Alter. Aber wir haben es ja auch nicht geschissen. Ey. Zwei Meter hohes Schilf, zwei Meter hohe Brennnesseln. Anstatt es beim ersten Mal zu belassen, nein, ich muss ja noch ein zweites Mal hierher kommen. Au, scheiße. Und diese Mistien. Brombeeren und Himbeeren, überall. Alter, da sehe ich heute einfach aus wie mit dem Igel geschmust. Leck mich am Arsch. Und in den Füßen, in den Schuhen, da kiekelt das schon wieder. Ich dachte ja, das wird jetzt im September, Ende September, au, bisschen besser. Scheißendreck ist. Ja, die hatten wir ja nun schon. Oh, hier ist eine kleine Schneise. War sicherlich der Wind. Also so groß. Aber man verliert leicht den Überblick, die Richtung. Und es war ja, wie gesagt, leck mich doch am Arsch. Es war ja zwischenzeitlich mal ein See, ein Teich. Und da kann es natürlich passieren, dass ich, wenn ich hier lang äumle, ja, kann man irgendwas sehen, dass ich in den scheiß See reinlaufe oder in den Tümpel, in den Teich. Ja, die nächste Laube ist noch gut und gerne 100 Meter entfernt. Was eine Scheiße. So, ich habe mich jetzt die ersten 200, 250 Meter, die ich hier durchs Gelände gestapft bin, wieder zurück zum Ausgangspunkt gekämpft. Mit gekämpft meine ich wirklich gekämpft. Ich bin jetzt bei der ersten Laube. Puh. Völlig außer Atem, total durchgeschwitzt. Glücklicherweise bei 15 Grad und relativer Feuchte keine Mücken. Und genau hier vorne sieht man jetzt einen kleinen Pavillon, wo ich das letzte Mal abgebrochen habe. Und ungefähr 50 Meter dahinter die nächste Laube. Und jetzt versuche ich mich da durchzukämpfen. Alter, also das Schilf und die Brennnesseln wären jetzt nicht so schlimm. Aber diese verseuchten Himbeeren und Brombeeren. Alter, ich weiß nicht. Du kannst hier fast auf jeden Lost Place kommen, wo du willst. Überall ist eine Autobahn gelatscht. Und hier bei so einem Fuck Lost Place, wo es wahrscheinlich nichts weiter groß zu sehen gibt. Da ist nichts. Ja, ich meine, von Prinzip her finde ich ja Lost Places. Oh, leck mich doch am Arsch. Finde ich ja Lost Places, ja, man kann nicht sehen, wie hoch es ist. Das ist der Wahnsinn. Also ich filme jetzt praktisch den aus fast Kopfhöhe. Hier ist meine Schneise, die ich schon gegangen bin. Wie gesagt, Lost Places, die unberührt sind, sind ja eigentlich super geil. Alter.
Aber hier, wo es aus, wie gesagt, oh, diese scheiß Brombeeren, hier, wo es dann wahrscheinlich nicht viel zu sehen gibt, ich hasse die Dinger. Ich hasse die Dinger. Wow, ich habe eine Schaukel gefunden. Toll. 1,5 Millionen Stiche und eine Schaukel. Und einen Masten. Super, jetzt bin ich bloß noch, keine Ahnung, 45 Meter von diesem scheiß Pavillon entfernt. Und das wird nicht besser. Das wird nicht besser. Alter Falter. Na, ich bin gespannt. Halbe Stunde probiere ich noch. Bin jetzt schon die Schnauze voll, bin total zerstochen. Das wird einfach nur das Highlight. Mit diesen ganzen Brombeer-Kiekseln und Stichen. Und dazu den ganzen Brennnessel-Kieksen. Kommst du nicht voran? Kommst du hier nicht voran? Ganzen Brombeerkieksen in die heiße Wanne. Alter, und die Laube da hinten. Ich denke mal, die ist noch 200 Meter entfernt. Ich drehe durch. Start der heutigen kleinen Lost Place Tour war vor circa einer Dreiviertelstunde. Ich habe mich jetzt zum zweiten Mal zurück zum Ausgangspunkt, zum Auto gekämpft und versuche jetzt komplett von oben herauf, von hinten herauf, durch den Wald zu den ersten, zweiten oder dritten noch nicht erkundeten Lauben zu kämpfen. Eigentlich habe ich schon lange keine Lust mehr. Ich bin total zerstochen. Die Schuhe sind klitschnass, die Hose ist klitschnass. Überall hängen die ganzen Stacheln von den Brombeeren drin. Ich meine, die Landschaft ist geil. Alles ist top. Ich habe auch schon zwei Spechte gesehen. Wunderbar. So soll das sein. Aber ich bin ja nicht, um die Wildnis zu erkunden, sondern um alte Laum, alte Gartenanlagen, alte Gärten zu erkunden. Ja, sieht hier auch nicht viel besser aus. Ich müsste rein theoretisch, wenn ich gerade zulaufe, an die dritte noch nicht erkundete Laube. Aber egal, wo ich jetzt hingucke, ich komme hier nicht durch. Das Problem ist, irgendwann komme ich an die Bahnschienen und dann kommt die Wohnsiedlung, dann bin ich zu weit. Das heißt, ich werde jetzt hier irgendwie durch die Bresche und schauen, dass ich runterkomme. Aber im Grunde genommen ist es genauso weit, als wenn ich vorn bei der ersten Gartenlaube weitergelaufen wäre. Ich hoffe, dass hier oben jetzt nur Büsche, Bäume, Sträucher und ach, da war schon ein Specht. Ja, ich au, das war nicht gut. Leck mich am Arsch. Darum sage ich doch, ich bin kein Filmer, ich bin einfach nur ein Fotograf. Ich sollte auch das Film lassen. So, jetzt habe ich angefangen, dann mache ich das heute auch noch zu Ende. Ja, ich kämpfe mich jetzt hier durch, aber wie ich schon sehe, Brombeeren gibt es nicht. Dafür diese neckischen Gefährten. Tja, wie man sieht, bin ich immer noch unterwegs. Ich habe den Hügel noch nicht erreicht. Neben diesen ganzen neuen Kiekeldingern gibt es jetzt auch noch einen Zaun. Seit wann gibt es denn hier einen Zaun? Was hat da für eine Bewandtnis? Wo kommt der her? Wo will der hin? Wie alt ist der? Gucken wir mal. Der ist schon eingewachsen, dann alt. Und ich sehe, geradezu ist da eine Laube. Das ist natürlich grandios. Das heißt, ich klettere jetzt entweder über den Zaun oder suche mir ein Schlupfloch. Und ich sehe, da ist noch eine Laube. Das ist ja geil. Das Problem ist, hier sieht der Boden recht gut aus. Und da, wo es heller wird, wo ich dann die Lauben sehe, da geht es noch mal gut und gerne 30, 40 Meter durch dieses komplett Gestrüpp durch. Ich schaue erstmal, dass ich jetzt hier drüber wegkomme. Und dann sehen wir weiter.
Das Schlimme an der Sache ist ja, ich habe von einer guten Freundin für solche Aktionen eine Actioncam geschenkt bekommen. Ja, die ich natürlich für sowas super toll nutzen könnte, weil jetzt bin ich unterwegs mit dicken Lederhandschuhen. Ja, und jedes Mal, wenn ich filme oder fotografiere, in meinem Fall ja prinzipiell fotografieren, muss ich diese scheiß Handschuhe oder Einhandschuhe ausziehen. Ja, und ich hätte ja diese Actioncam heute aufsetzen können, hatte aber wie gesagt überhaupt keinen Bock, mich da einzulesen. Und dann ist es ja so, dass es, Landschaft ist geil, da ist die erste Laube, also die zweite Laube, die ich noch nicht angeschaut habe. Und dann müsste hier so circa 30 Meter die nächste kommen. Das sieht natürlich richtig geil aus mit dem Langlaufen. Ich hoffe, das wird richtig gut. Ja, wie gesagt, ich hätte diese Actioncam ja aufsetzen können, habe ich aber noch nicht einlesen, wie die funktioniert. Und dann ist es ja auch noch keine Actioncam für Helden. Ich habe eine Rolei oder Rolei, wie immer das ausgesprochen wird, bekommen. Und da sage ich mir, okay, was ist man dann dem anderen wert, wenn es noch nicht mal eine Actioncam ist, also eine Hero ist, wo ich doch eigentlich der große Held der Welt bin. Na gut, wir sehen uns gleich wieder bei unserer ersten Laube des Tages. So, da sind wir beim ersten Objekt der Begierde. Alter Falter, wenn das nicht stinkt, was denn dann? Ich glaube, die Leiter gehe ich nicht mehr hoch. Das war dann wohl mal das Klo. Nett, ohne Klo. Und schon wieder muss ich mich durchkämpfen. So, ich habe mich entschlossen, nach dieser Videosequenz nur noch zu fotografieren. Denn es ist in Wirklichkeit, es ist einfach nur noch ein Krampf. Schon lange kein Krampf mehr, eigentlich wirklich noch ein Kampf, sich hier durchzukämpfen. Und ich habe auch keinen Bock, mir die Kamera zu schrotten. Also wie gesagt, die erste Laube des Tages, Alter, als Video, der Rest dann als Fotoversion, denn das Ganze hier hocke ich nur noch um Stunden handeln, bis ich mich zu allen, aber auch wirklich allen Lauben durchgekämpft habe. Ja, das Resultat war mir natürlich schon fast klar. Alles vergammelt. Ja, die Türen, die Fenster, alles ist offen. Seit Jahren, dann war wieder das Hochwasser hier. Dass es hier nichts mehr so super toll Schönes zu entdecken gibt, war mir klar. Ultra. Der Schimmel lässt grüßen. Der Schimmel lässt grüßen. Na, geht schon los. Schlägt sich schon auf meinen Sprachmechanismus. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt bloß noch fotografieren und dann kämpfe ich mich jetzt von Laube zu Laube. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. 1,5 Stunden für eine Laube ist natürlich extrem. Und die anderen sind ja nun, ich könnte sagen, ich guck mal kurz aus das Fenster raus. So. Na doch, da drüben ist schon die nächste.